So einen richtig schönen Küchenzander gefangen habe, 4-5 Pfund schwer, also so, dass man richtig schöne, dicke, fleischige Filets lösen kann, nehme ich den Kameraden zunächst mal aus. Wenn ich jetzt entscheide, am Wasser einen Fisch zuzubereiten, zu filettieren, nehme ich ein Filettierbrett mit. So in der Größe, wie ich es hinten in meine Westentasche reinkriege. Weil eines geht nicht, du kannst den Fisch nicht auf dem Elbsand filettieren. Also lege ich den ausgenommenen Fisch aufs Filettierbrett und mache zunächst mal 2 Schnitte schräg hinterm Kopf. Bis auf das Rückgrat, bis auf die Mittelgräte. Ziehe dann mit einem Schnitt hinter dem Kopf nach vorne das Rückenfilet ab, mit dem Stich durch das Filet von der Afterflosse nach oben auf der Rückengräte längs, dann nach hinten wegziehen zur Schwanzspitze hin und dann mit einem vorsichtigen Schnitt mit der Messerspitze nach vorne zum Kopf das Rückenfilet lösen. Und dann haben wir diese störrischen Bauchgräten noch. Und das lässt sich am besten lösen, wenn wir jetzt einfach das Filet mit einem satten Schwung nach vorne zum Kopf hinwegziehen. So, und dann haben wir ein wunderschönes, herrliches, schneeweißes Zanderfilet, das man jetzt noch portionsgerecht zerteilt. Bei diesem Fisch, 4-4,5 Pfund schwer, ist es am besten einfach, das Schwanzfilet vom Rückenfilet zu trennen. Jetzt kann man diesen Zander sehr rustikal am Wasser zubereiten, kleines Lagerfeuerchen machen, das Holz runterbrennen lassen. Lege ich auf die helle Seite, auf die glänzende Seite der Alufolie den Fisch mit der Hautseite nach unten rein, mache Olivenöl drüber, damit das alles nicht anbackt. Schließe diese Päckchen und packe sie in die Glut des Feuers. Nach 5-6 Minuten sind die Filets so, dass man sagen kann, sie sind glasig, also noch schön saftig. Dann nehmen wir die Päckchen raus und dann kann man nur noch guten Appetit wünschen. Eine echte Leckerei, ganz schier und ganz natürlich. Da schmeckt der Fisch noch nach Fisch, so wie sich das gehört.